Vor langer Zeit erschüttert ein Aufruhr die Welt. Mittelerde wird nicht einmal, sondern sogar zweimal in einem einzigen Jahr überfallen. Der erste Krieg führt die bewaffneten Männer weit weg von ihren Frauen und ihrer Heimat, um im Norden Englands gegen die Wikinger zu kämpfen. Viel Blut wird vergossen. Jetzt hängt das Schicksal Englands ab von dem Kampf um eine Brücke. Doch diese tapferen Kämpfer können nicht wissen, dass weit entfernt ein zweiter Angreifer auf englischem Boden landet und Schrecken in die schutzlosen Dörfer des Südens bringt. Die entsetzlichen Begebenheiten des Jahres 1066 sind zu einer Geschichte verwoben, die einem König gebührt. Doch dieser Erzählstrang berichtet nur von Eroberungen mit der Stimme der Sieger. Wer aber genauer hinschaut, der stößt auf eine andere Geschichte. Nicht die der Hochwohlgeborenen, sondern die des einfachen Volkes. Geschichte ist die aller Europäer, die Zeugnis ablegen über die dunkelsten Jahre ihrer Zeit. Die Überlieferungen berichten von einem friedlichen Morgen in den zwei Wikingerlagern. Ein Drittel der Truppe bewacht arglos die Flotte an den Ufern des Humber. Fünfzehn Meilen entfernt lagern die anderen zwei Drittel um die Brücke von Stamford herum und tragen ihre Kriegsbeute aus den eroberten Dörfern Nordenglands zusammen. Um die Wikinger zu besänftigen, bringen die unglückseligen Leute von Yorkshire ihre Ernte, ihr Vieh und sogar ihre Kinder. Den Engländern ist die Überraschung gelungen. Sie haben die Wikingerarmee überrumpelt, als sie nicht in voller Stärke ist, und halten sie schließlich an einer einzelnen Brücke fest im Griff. Runter von der Brücke!
Formt einen Schildwall auf dieser Seite. Was jetzt? Ich darf fallen. Wild habe ich erlegt. Das kann ich. Das hier nicht. Du? Hätte ich die Truppen nur nicht geteilt. Zu den Waffen! Zu den Waffen! An der Stamford Bridge brauchen die zahlenmäßig unterlegenen Wikinger dringend Verstärkung. Doch ihre Gefährten müssen erst 15 Meilen in voller Montur rennen, um ihnen beistehen zu können. Dabei wäre die ganze Schinderei nicht nötig, wenn sich die Kontrahenten einigen könnten, das Königreich zu teilen. Was sagt er? Ich hoffe, er bietet ihnen Land. Hoffentlich lässt er ihnen den gesamten Norden. Viele gute Engländer, die man nicht einfach ersetzen kann, sterben sonst hier. Wir brauchen sie im Süden. Du hast gesagt, die Zeit des Kampfes ist vorüber. Sieht das für dich so aus? Die Unterredung der Könige führt zu nichts. So wählen die Wikinger einen Recken, um sich die Feinde vom Leib zu halten. Ich mach's. Gott sei mit dir. Heute brauchen wir nicht Gott, sondern Odin. Vieh stirbt! Verwandte sterben! Jeder Mensch ist sterblich! Doch eines vergeht nie! Der Ruhm der Toten! Mit Gottes Hilfe, was ist es, was wir wollen? Kämpfen! Was heißt das? Habt ihr Angst? Wo ist meine Lanze? Runter zum Fluss! Schickst du mich etwa zur Brücke? Ja, du bist kräftig und du kannst gut klettern. Du schickst mich zur Brücke? Ja.
euren Bitten. Ich überbringe euren Herrschern ein Angebot. Wir nehmen eure Kapitulation an. Was sagt diese Schmeißfliege? Versteht ihr? Wir wollen keine Toten mehr. Ich achte dich, tapferer Krieger. Ich will dich nicht töten. Er war zu lange in der Sonne. Ist Hakon angekommen? Nein. Dann Englisch. Dann Engländer. Ist es nicht zu Ende. Ich halte diese Brücke. Ich achte dich, tapferer Wikinger. Meine List gereicht mir nicht zur Ehre. Geh zu deinen Göttern. Leofric! Ihr Kämpfer Englands, nun habt ihr eure Beute gut im Blick. Doch ihr müsst eure tödliche Pflicht schnell erledigen, denn weitere Nordmänner eilen rasch heran. Zum Gefecht, das über das Schicksal von Mittelerde entscheidet. Die Schlacht von Stamford Bridge weitet sich aus. Im ganzen Wald wüten den Tag über Scharmützel. Nun ist nicht die Zeit, vor dem mächtigen Hardrada und seinem Raben der Verdammnis in die Knie zu gehen. Wo ist der Kleine von der Hochzeit in Crowhurst? Hier. Er heißt Tofi. Trink, Tofi. Keilformation! Boars now! Advance! Schildwall! Ich vermag das nicht. Soll deine Frau wie ich enden? Sich Männern gegen Brot anbieten? Nein. Dann renn mit voller Kraft. Oh!
Doktors abschlachten. Es ist zu Ende. Wer vom Gespenst des Todes geträumt hat, stirbt nun. Ruhe bei Gott. Ich hätte nie gedacht, in den Ebenen des Westens zu sterben. Ihr müsst zurück zu den Fjorden. Ich werde sie führen. Ich bring dich heim. Küss meinen Sohn von mir. Er ist geboren. Ich sehe ihn. Erzähl ihm unsere Geschichte. Er gibt sie an seine Söhne weiter. Sie werden Wikinger sein. Von den 300 Wikingerschiffen, die in England gelandet waren, kehren nur 24 zurück. Sie ahnen es damals noch nicht. Doch das Zeitalter der Wikinger ist vorüber. Aber zu welchem Preis? Unzählige tapfere Engländer sind in nur einer Woche gefallen. Sie kehren nicht mehr wieder für den weitaus gewaltigeren Krieg, der bevorsteht. Ein Krieg, der viel mehr in Gefahr bringen wird als nur die Krone. Wir marschieren! Leofric! Du wirst Leibgardist! Den Eid schwörst du später! Warum so eilig? Die Normannen sind eingefallen! Nach der Kampfsaison! In Sussex! Sussex? Auf, marschieren! Wo? Welcher Teil von Sussex? Wo sind die Männer? Wo sind all die Männer?
Baron de Couton! Frag du ihn. Where are the fighting men? Wo sind die Kämpfer? Where are the men? In the north. Im Norden. Warum? Es ist Erntezeit. Why? Warum im Norden? To fight the Viking. Alle Männer kämpfen im Norden gegen die Wikinger. Merci. Merci. Go, go. Have good men. Das ist die Strafe für den Betrug eures Königs. Die Männer, die euch verlassen haben, um gegen die Wikinger zu kämpfen, kommen wahrscheinlich nie mehr zurück. Bedauert das Schicksal der Frauen von Crowhurst, aber habt auch Mitleid mit ihren bewaffneten Männern, die es nicht vermögen, ihr Dorf gegen diese normannischen Eindringlinge zu verteidigen. Und so wenige haben überlebt. Die Armee König Haralds hält sich in den Wäldern des Nordens auf. Viele sind am Ende ihrer Kräfte und sterben vor Erschöpfung. Die Engländer benötigen so dringend Unterstützung, dass sie jeden Mann in ihre Truppen aufnehmen, der bereit ist, für Essen oder Silber zu kämpfen, unabhängig davon, wem er vorher gedient hat. Wir ruhen uns aus! Wir sind nicht rechtzeitig im Süden. Rast! Mehr Wikinger werden kommen. Wir brauchen mehr als das. Wir brauchen den Winter als Ruhepause. Wo ist euer König? Hab nichts gehört. Hoffentlich holt er neue Männer. Du hoffst? Ortgar, wir sind ausgeruht. Wir sind nicht mehr so schnell. Der Weg wird brutal. Wir müssen Kräfte sammeln. Und Crowhurst? Crowhurst ist ein Dorf mit 5 Familien. England ist ein ganzes Land. Lass mich gehen. Wir werden diesen Kampf nicht gewinnen, wenn wir die letzten verbliebenen Männer nach ihren Familien suchen lassen. Tut mir leid. Leofric, bitte. Wir marschieren weiter. Wer ist dieser Feind, der Englands Südküste verwüstet? Sie kamen über das Meer, von den dunklen Ufern der Normandie, und verbreiten solche Angst, dass sie Orks genannt werden.
Verborgen in ihren Wäldern haben sie diesen Überfall von langer Hand geplant. Ein heiliger Kreuzzug im Namen des Papstes. Der Normannenherzog Wilhelm glaubt, der rechtmäßige König Englands zu sein. Der edle Harald selbst hatte ihm das Versprechen gegeben. Er hatte es ihm geschworen. Als Harald die Krone für sich selbst beansprucht, befiehlt Wilhelm seinen Rittern, ihre Pferde bis zum Meer zu führen. Wenige sind jemals gesegelt. Die meisten können nicht schwimmen. Pferde und Menschen sind ein schlechtes Gespann für das Meer. Das Verderben ist gelandet. Entlang der ungesicherten Klippen und Dünen Englands. Damit ist das Schicksal des Dorfes Crowhurst besiegelt, das an der Straße vom Meer nach Hastings liegt. Was ist das? Normannen. Das ist eine Nachricht an euren König, Ortgar. Ich will, dass sich jeder Krieger hier diesen Körper der Frau anzieht. Dagegen müssen wir kämpfen. Geh nach Süden, Junge. Schau nach deinem Dorf. Nein, das ist eine List. Sie wollen dich wütend machen und vorzeitig in eine Schlacht treiben. Geh nach Süden. Nimm das Pferd mit. Leofric, denk daran, du gehörst zur Leibgarde. Begleite ihn. Wenn ihr in Crowhurst noch auf Lebende stoßt, bringt die Frauen zum Kloster. Die Normannen müssen die Mauern der Abgeschiedenheit achten. Treibt möglichst viele Männer auf. Verkündet, dass wir zahlreich kommen. Doch wir brauchen noch mehr. Ich kenne den Weg nicht. Wir finden ihn. Nehmt die Strecke, auf der der Fisch gebracht wird. Bergauf und bergab, bis man das Salz riecht. Du wirst dein Dorf am Geruch der Asche erkennen. Die normannischen Orks haben allen Kämpfern eine Warnung geschickt. Was bleibt den tapferen englischen Kriegern,
als voller Wut nach Hause zu eilen. Dabei liegen die Normannen wie Wölfe auf der Lauer und halten Ausschau nach Beute. Komm, komm! Lass es! Tofi, komm! Das war mein Vater. Judith. Judith? Judith? Ich trauere mit dir. Wann war meine Hochzeit? Vor drei Wochen. Unser Leben ist am Ende. Unser Leben ist am Ende. Sie tun das? Sie tun sowas im Namen Christi? Bastarde. Bastard! Orca! Bastard! Wer ist da? Bewaffnet. Ich bin von hier. Zeig dich. Ich sagte, zeig dich. Ein Kind? Ein Kind, mein Gott. Was machst du hier? Wo sind die Frauen? Ich kenne dich. Dein Name ist Elf. Du bist 10 Tage nach dem Zug der Schwalben geboren. Ich bin dein Freund. Was ist hier passiert?
Was hast du gesehen? Der große Seekrieger kam nach Westen, um Englands Gräber zu füllen. Schwarze Aasvögel folgen ihm. Der Tod kommt. Du bist jetzt sicher. Now you are safe. Keep warm. I promise you. Ich verspreche dir, kein Schwert wird dich verletzen. Kein Normanne holt dich. Ich bin ein Schutzherr dieses Dorfes und schwöre, dich zu beschützen. Versprochen. Ich bin nicht mal wütend. Wut würde mir Entschlossenheit verleihen. Ich habe keine. Ich habe Wut. Genug Wut für uns beide. Sie nahmen die Frauen mit. Sie haben sie mitgenommen? Sie leben? Wo sind sie hingegangen? Den Waldweg. Nur einen Tagesmarsch entfernt, werden die Nachzügler, die König Haralds Armee bilden sollen, stündlich mehr. Ihr Kampfgeist wird stärker. Jeden Tag werden weitere Waffenträger angekündigt, aus Kent und aus Ostanglien. Je früher die Orks gefunden werden, desto schneller können sie aufs Meer zurückgetrieben werden, von wo sie kamen. Daher werden Späher geschickt, um sie aufzuspüren. Wir ziehen weiter. Bring die Frau mit, sie ist gesund und gut gebaut. Wohl wahr. Wir müssen die Normannen im Schutz der Dunkelheit finden. Was machen wir dann? Im Schlaf töten. Das ist nicht ehrenvoll. Wir sollten sie im Schlaf erstechen. Am letzten Wimpernschlag sie an den Haaren halten und ihnen die Eier abschneiden. Und dann die Schweine verfüttern. Dreckiger Wikinger-Bastard. Ich werde ihn an die Schweine verfüttern. Hier sind Männer. There are many. Männer, ich spüre es. Stop! These men! In den Bäumen sind Männer. Die Normannen haben viele Wachposten. In den Bäumen? Wie Eichhörnchen. Noch einer und ich hab dich. Wikinger! Los! Sind da mehr? Was sagt er uns? Sprich.
Dulmil. Dulmil. You back. Sie sind mehr als die Wikinger waren. Er sagt, sie errichten Häuser. Sie wollen bleiben. Sie wollen tatsächlich bleiben. Und sie wollen Nachkommen zeugen. Und sie wollen jeden Engländer vernichten, der sie nicht als Herrscher akzeptiert. Männer Englands, seid ihr bereit, eure Heimat zu verteidigen und diese teuflischen Invasoren aufzuhalten? Bereit für die dritte und größte Schlacht von allen? Die Erinnerung daran ist bis heute kaum zu ertragen. Hastings. Was machst du hier? Wo sind die Frauen? Ich kenne dich. Dein Name ist Elf. Du bist 10 Tage nach dem Zug der Schwalben geboren. Ich bin dein Freund. Was ist hier passiert? Was hast du gesehen? Der große Seekrieger kam nach Westen, um Englands Gräber zu füllen. Schwarze Aasvögel folgen ihm. Der Tod kommt. Du bist jetzt sicher. Now you are safe. Keep warm. I promise you. Ich verspreche dir, kein Schwert wird dich verletzen. Kein Normanne holt dich. Ich bin ein Schutzherr dieses Dorfes und schwöre, dich zu beschützen. I will keep fear from you. Versprochen. Ich bin nicht mal wütend. Wut würde mir Entschlossenheit verleihen. Ich habe keine. Ich habe Wut. Genug Wut für uns beide. Sie nahmen die Frauen mit. Sie haben sie mitgenommen? Sie leben? Wo sind sie hingegangen? Den Waldweg. Nur einen Tagesmarsch entfernt werden die Nachzügler, die König Haralds Armee bilden sollen, stündlich mehr. Ihr Kampfgeist wird stärker. Jeden Tag werden weitere Waffenträger angekündigt. Aus Kent und aus Ostanglien. Je früher die Orks gefunden werden, desto schneller können sie aufs Meer zurückgetrieben werden, von wo sie kamen. Daher werden Späher geschickt, um sie aufzuspüren. Wir ziehen weiter. Bring die Frau mit. Sie ist gesund und gut gebaut. Wohl wahr. Wir müssen die Normannen im Schutz der Dunkelheit finden. Was machen wir dann? Im Schlaf töten. Hier sind Männer. Männer, ich spüre es.
Die Bären! In den Bäumen sind Männer. Die Normannen haben viele Wachposten. In den Bäumen? Wie Eichhörnchen. Noch einer und ich hab dich. Wikinger! Wikinger! Los! Sind da mehr? Was sagt er uns? Sie sind mehr als die Wikinger waren. Er sagt, sie errichten Häuser. Sie wollen bleiben. Sie wollen tatsächlich bleiben. Und sie wollen Nachkommen zeugen. Und sie wollen jeden Engländer vernichten, der sie nicht als Herrscher akzeptiert. Männer Englands, seid ihr bereit, eure Heimat zu verteidigen und diese teuflischen Invasoren aufzuhalten? Nun ist nicht die Zeit, vor dem mächtigen Hardrada und seinem Raben der Verdammnis in die Knie zu gehen. Wo ist der Kleine von der Hochzeit in Crowhurst? Hier. Er heißt Tofi. Trink, Tofi. Keilformation! Burs, advance! Schildwall! Ich vermag das nicht. Soll deine Frau wie ich enden? Sich Männern gegen Brot anbieten? Nein. Dann renn mit voller Kraft. Come on.
Doktors abschlachten. Es ist zu Ende, tapferer Wikinger. Meine List gereicht mir nicht zur Ehre. Geh zu deinen Göttern. Leofric! Ihr Kämpfer Englands, nun habt ihr eure Beute gut im Blick. Doch ihr müsst eure tödliche Pflicht schnell erledigen, denn weitere Nordmänner eilen rasch heran. Zum Gefecht, das über das Schicksal von Mittelerde entscheidet. Die Schlacht von Stamford Bridge weitet sich aus. Im ganzen Wald wüten den Tag über Scharmützel. Nun ist nicht die Zeit, vor dem mächtigen Hardrada und seinem Raben der Verdammnis in die Knie zu gehen. Wo ist der Kleine von der Hochzeit in Crowhurst? Hier. Er heißt Tofi. Trink, Tofi. Keilformation! Boars now! Advance! Schildwall! Ich vermag das nicht. Soll deine Frau wie ich enden? Sich Männern gegen Brot anbieten? Nein. Hätte ich die Truppen nur nicht geteilt. Zu den Waffen! Zu den Waffen! Run! Lauft! An der Stamford Bridge brauchen die zahlenmäßig unterlegenen Wikinger dringend Verstärkung. Doch ihre Gefährten müssen erst 15 Meilen in voller Montur rennen, um ihnen beistehen zu können. Dabei wäre die ganze Schinderei nicht nötig, wenn sich die Kontrahenten einigen könnten, das Königreich zu teilen. Was sagt er? Ich hoffe, er bietet ihnen Land. Hoffentlich lässt er ihnen den gesamten Norden. Viele gute Engländer, die man nicht einfach ersetzen kann, sterben sonst hier. Wir brauchen sie im Süden. Du hast gesagt, die Zeit des Kampfes ist vorüber. Sieht das für dich so aus? Die Unterredung der Könige führt zu nichts.
So wählen die Wikinger einen Recken, um sich die Feinde vom Leib zu halten. Ich mach's. Gott sei mit dir. Heute brauchen wir nicht Gott, sondern Odin. Vieh stirbt! Verwandte sterben! Jeder Mensch ist sterblich! Doch eines vergeht nie! Der Ruhm der Toten! Mit Gottes Hilfe, was ist es, was wir wollen? Kämpfen! Was heißt das? Habt ihr Angst? Wo ist meine Lanze? Den Engländern ist die Überraschung gelungen. Sie haben die Wikingerarmee überrumpelt, als sie nicht in voller Stärke ist, und halten sie schließlich an einer einzelnen Brücke fest im Griff. Runter von der Brücke! Formt einen Schildwall auf dieser Seite! Was jetzt? Ich darf fallen. Wild habe ich erlegt. Das kann ich. Das hier nicht. Du? Nur nicht geteilt. Zu den Waffen! Zu den Waffen! An der Stamford Bridge brauchen die zahlenmäßig unterlegenen Wikinger dringend Verstärkung. Doch ihre Gefährten müssen erst 15 Meilen in voller Montur rennen, um ihnen beistehen zu können. Dabei wäre die ganze Schinderei nicht nötig, wenn sich die Kontrahenten einigen könnten, das Königreich zu teilen. Bewaffnet. Ich bin von hier. Zeig dich. Ich sagte, zeig dich. Ein Kind? Ein Kind, mein Gott. Was machst du hier?
Wo sind die Frauen? Ich kenne dich. Dein Name ist Elf. Du bist 10 Tage nach dem Zug der Schwalben geboren. Ich bin dein Freund. Was ist hier passiert? Was hast du gesehen? Der große Seekrieger kam nach Westen, um Englands Gräber zu füllen. Schwarze Aasvögel folgen ihm. Der Tod kommt. Du bist jetzt sicher. Now you are safe. Keep warm. I promise you. Ich verspreche dir, kein Schwert wird dich verletzen. Kein Normanne holt dich. Ich bin ein Schutzherr dieses Dorfes und schwöre, dich zu beschützen. Versprochen. Ich bin nicht mal wütend. Wut würde mir Entschlossenheit verleihen. Ich habe keine. Ich habe Wut. Genug Wut für uns beide. Sie nahmen die Frauen mit. Sie haben sie mitgenommen? Sie leben? Wo sind sie hingegangen? Den Waldweg. Nur einen Tagesmarsch entfernt, werden die Nachzügler, die König Haralds Armee bilden sollen, stündlich mehr. Ihr Kampfgeist wird stärker. Jeden Tag werden die Unterredung der Könige führt zu nichts. So wählen die Wikinger einen Recken, um sich die Feinde vom Leib zu halten. Ich mach's. Gott sei mit dir. Heute brauchen wir nicht Gott, sondern Odin. Vieh stirbt! Verwandte sterben! Jeder Mensch ist sterblich! Doch eines vergeht nie: der Ruhm der Toten! Mit Gottes Hilfe, was ist es, was wir wollen? Kämpfen! Was heißt das? Habt ihr Angst? Wo ist meine Lanze? Runter zum Fluss! Schickst du mich etwa zur Brücke? Ja, du bist kräftig und du kannst gut klettern. Du schickst mich zur Brücke? Oh,
Den Engländern ist die Überraschung gelungen. Sie haben die Wikingerarmee überrumpelt, als sie nicht in voller Stärke ist, und halten sie schließlich an einer einzelnen Brücke fest im Griff. Runter von der Brücke! Formt einen Schildwall auf dieser Seite! Was jetzt? Nicht auffallen. Wild habe ich erlegt. Das kann ich. Das hier nicht. Du? Nur nicht geteilt. Zu den Waffen! Zu den Waffen! An der Stamford Bridge brauchen die zahlenmäßig unterlegenen Wikinger dringend Verstärkung. Doch ihre Gefährten müssen erst 15 Meilen in voller Montur rennen, um ihnen beistehen zu können. Dabei wäre die ganze Schinderei nicht nötig, wenn sich die Kontrahenten einigen könnten, das Königreich zu teilen. Was sagt er? Ein Kind? Ein Kind, mein Gott. Was machst du hier? Wo sind die Frauen? Ich kenne dich. Dein Name ist Elf. Du bist 10 Tage nach dem Zug der Schwalben geboren. Ich bin dein Freund. Was ist hier passiert? Was hast du gesehen? Der große Seekrieger kam nach Westen, um Englands Gräber zu füllen. Schwarze Aasvögel folgen ihm. Der Tod kommt. Du bist jetzt sicher. Ich verspreche dir, kein Schwert wird dich verletzen. Kein Normanne holt dich. Ich bin ein Schutzherr dieses Dorfes und schwöre, dich zu beschützen. Versprochen. Ich bin nicht mal wütend. Wut würde mir Entschlossenheit verleihen. Ich habe keine. Ich habe Wut. Genug Wut für uns beide. Sie nahmen die Frauen mit. Sie haben sie mitgenommen? Sie leben? Wo sind sie hingegangen? Den Waldweg.
Nur einen Tagesmarsch entfernt werden die Nachzügler, die König Haralds Armee bilden sollen, stündlich mehr. Ihr Kampfgeist wird stärker. Jeden Tag werden weitere Waffenträger angekündigt, aus Kent und aus Ostanglien. Je früher die Orks gefunden werden, desto schneller können sie aufs Meer zurückgetrieben werden, von wo sie kamen. Daher werden Späher geschickt, um sie aufzuspüren. Wir ziehen weiter. Bring die Frau mit, sie ist gesund und gut gebaut.